Es ist sehr grün hier. Alter, wo sind wir? Ich sehe nichts. Hier ist dieser eine Planet. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Welch trostlose Galaxie, Alter. Galaktische Portalinterferenz. Okay, dann fliege ich mal noch ein bisschen weiter. Okay. Oh, wir sind in einem grün leuchtenden Nebelsystem, wie mir scheint. Wir können nicht. Portalinterferenz. Wollen wir das Portal aktiviert haben, oder was? Oh, hier gibt es ja doch noch andere Planeten. Nee, ist nicht. So, von dem hier kommen wir gerade, genau. Alter, wo zum Teufel sind wir denn? Da ist. Da hinten ist irgendwo noch ein Planet. Und der zeigt halt auch überhaupt nichts an hier. Das Ding heiß oder was weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch nur weit genug weg vom Portal sein. Mich würde nämlich interessieren, wo wir jetzt auf der Sternkarte sind. Da hinten sehe ich noch einen Planeten. Ansonsten kommen wir hier nicht weg. Ne, wenn jetzt das Portal die ganze Zeit hier rumschwobelt. Aber hier tauchen noch ein paar Planeten auf. Weil wäre schön, wenn wir jetzt näher dran sind, sag ich mal. An dem Ort, wo wir hinwollen. Komischerweise funktioniert hier gar nichts. Es wird ja nicht mal der Planet hier angezeigt, was das überhaupt sein soll. Oder überhaupt was für Ressourcen gibt. Die Galaxiekarte ist nicht aufrufbar. Ah, jetzt hat er den angezeigt. C-Scannen, was gibt's denn da so? Solanium, Silber, Phosphor und Indium. Sengender Planet. Alles klar. Karte geht immer noch nicht. Bin mir fast sicher, dass ich auf dem Ding auch nicht landen will. Aber wir können ja mal kurz gucken. Wir müssen ja nicht vor Anker gehen. Ist das ein Loch oder ist das ein... Keine Ahnung. Hier war auf alle Fälle schon mal ein Spieler. Hier leuchtet es gar grünlich. Könnte dieses Solanium sein. Hier ist es rot. Ich vermute, der Planet hier ist scheiße heiß. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich wüsste es gerne, aber ich kann es echt nicht sagen. Wir kommen nicht auf die Galaxiekarte. Wegen einer Portalinterferenz. Ich weiß jetzt aber nicht, wie wir die abschalten können, weil ich sag mal so, wir kommen hier ja nicht weg. Ansonsten. Also sieht eher mau aus. Und das System hier ist ja anscheinend ziemlich tot. Also hier gibt es auch wieder akut gar nichts. Ich bin jetzt auch gerade nicht dazu geneigt, hier zu landen. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Vielleicht haben wir uns auch gerade in das Spiel von einem anderen Spieler eingeloggt. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Früher waren mal die Portale dazu da, um schneller andere Systeme zu erreichen.
quasi so als Abkürzung, beziehungsweise schwarze Löcher gab es ja auch noch. Aber ja, hier ist auch irgendwie gar nichts, ne? Ich möchte jetzt nicht unbedingt landen, weil ich keinen Treibstoff verschwenden will dafür, um wieder zu starten. Außer wir finden irgendwas, wo wir landen können und dann kostenlos starten können, aber hier gibt es ja, effektiv gibt es hier gar nichts. Und das ist echt nicht viel hier. Also wirklich, hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Nicht mal ein Gebäude. Was ist das für ein System, Alter? Einfach nur Wüstenlandschaft. Hier gibt es zwar Rohstoffe, die wir noch nicht kennen. Aber nicht mal ein Handelsposten oder sowas. Zumindest ist keiner hier in der Nähe, wie mir scheint. Aber sonst ist hier gar nichts. Ja, hier ist einfach nichts. Es gibt wirklich nichts hier. Wow. Selten so trostlose Planeten gesehen. Tatsächlich. Also da bin ich ja mit unserem zweiten Heimatplaneten bin ich ja schon sehr zufrieden. Weil er ja wirklich überhaupt nicht lebensfeindlich ist oder so. Aber das Ding hier, Alter, das ist ja nichts. Nicht ein Gebäude, gar nichts. Nur Wüste. Krasser Scheiß. Ich meine, gut, wir sind jetzt mal durchgegangen, wir haben jetzt gesehen, hier in dem System ist noch ein Planet, aber wir können hier nicht rauswarpen. Also wir können auf die Karte auch nicht zugreifen. Interessant, jetzt müsste ich mich eventuell dann doch nochmal schlau machen, was es dann genau mit diesen Portalen auf sich hat. Oh, jetzt habe ich kurz beiseite geguckt. Dachte mir, ich könnte das mal ganz schnell googeln, aber ich glaube eher nicht. Nee, also hier ist gar nichts. Hier ist einfach nichts. Gut, ist ein sengender Planet, ne? Was soll hier sein? Ist ein Wunder, dass hier überhaupt Pflanzen sind. Okay, dann wieder zurück ins Weltall. Dann können wir noch mal den anderen Planeten in Angriff nehmen. Na toll. Gut, der hinten sieht gut aus. Hier war irgendwas mit Notfall. Wir bewegen uns mal in die Richtung da. Ja, toll. Okay, hier gibt es also Gegner. Beziehungsweise NPCs und so. Quatsch. Ich würde trotzdem gerne zu diesem anderen Planeten hier. Guck mal, der wurde sogar von dem anderen entdeckt, von einem anderen Spieler. Gefrorener Mond. Alles klar. Der wurde von einem noch anderen Spieler. Das heißt, ich bin nicht der Erste in dieser Galaxie, sondern schon mindestens der Dritte. Oh, schön. Eine Schneelandschaft. Mit Bäumen. Komischer Mond. Mond, auf dem Bäume wachsen. Aber hier ist auch schön. Hier schneit sogar. Hier würde ich sogar glatt mal anlanden. Aber nur, wenn wir irgendwas Interessantes finden, wo es sich zu landen lohnt für.
Na, hier muss es doch dann irgendwas geben, oder nicht? Oh, ja. Bäume, die ich umfliegen kann. Und komische Steine. Hm. Also wir können immer ein bisschen drüber fliegen. Einfach um mal zu gucken. Ist natürlich immer die Frage, warum sollte es hier nichts geben, ne? Irgendwas muss es hier noch geben. Komischerweise entdeckt der Scanner überhaupt nichts. Und ich kann so auch nichts sehen. Kann natürlich auch sein, dass wir die Gebäude einfach nicht sehen, weil die zu spät aufploppen. Weil hier ja immer noch leider die Grafik nachlädt. Auch auf meinem großen bösen Rechner. Interessantes System auf jeden Fall. Aber wie mir scheint, müssen wir, glaube ich, zurück durch das Portal. Aha, ein fliegender Stein. Also so von der Landschaft her ist der Planet ganz schön, aber anscheinend gibt es hier auch effektiv gar nichts. Und ich fliege ja nur schon echt tief. Normalerweise sieht man ja schon Gebäude. Aber hier ist halt wirklich gar nichts, Alter. Schon wieder nicht. Ich weiß gar nicht warum. Haben die anderen Spieler alle Gebäude abgebaut oder was ist hier los? Geht das überhaupt? Kann man das mal machen mit dem Terrainmanipulator oder so? Ups, ups, ups. Hier sind Navigationsdaten, die brauchen wir nicht. Das hier sah gerade aus wie ein Weg. Wir müssen ein bisschen höher. Sonst kommen uns die Bäume in die Quere. Dann haben wir schon mal Navigationsdaten gefunden. Hier fliegt auch schon wieder ein Stein. Wieso fliegen denn hier überall Steine rum? Muss das so? Oder hat da wirklich eine hier auch? Oder hat hier einer mit dem Terrainmanipulator abgebaut? Könnte auch sein. Weil ansonsten wüsste ich nicht. Oder ich muss landen, damit die Grafik nachlädt. Das kann auch sein. Aber solange wir keine Gebäude oder ähnliches finden, möchte ich hier auch nicht landen. Bis jetzt sieht es ja nicht so aus, als ob hier überhaupt irgendwas sein könnte. Außer weite Landschaft. Aber sonst gibt es hier gar nichts. Sonst gibt es hier gar nichts. Also wir können mit den Glyphen, die wir finden, können wir dann quasi Welten ansteuern. Wenn du nur eine Glyphe hast, hast du ja gesehen. Haust du die da 36 mal rein und dann macht er das Portal auf und du landest hier in so einem System. Interessant. Blöd halt nur, wenn du dann halt sonst nichts hast. Oder halt so ein unbekanntes Grab findest von einem Reisenden und die Glyphe daraus extrahierst, aber die dann trotzdem nicht bekommst. Das macht das Reisen durch die Portale nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denken mag. Der Planet kommt mir bekannt vor. Ich glaube, von dem kommen wir gerade, ne? Jo, okay, alles klar. Hier gibt es wirklich gar nichts. Also auch nicht. Das heißt, drei Planeten und auf keinem gibt es irgendwas, außer dieses eine Portal, was wir gefunden und aktiviert haben. Und durch das wir jetzt nicht wegwarpen können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich voll nicht gelohnt. Also wirklich gar nicht. Ich meine, hier ist nicht mal eine Raumstation. Ja, dann komm. Einmal weg.
Also hier gibt es wirklich nicht mal eine Raumstation. Das ist echt ein bisschen low. Da würde ich sagen, verschwurbeln wir uns mal wieder zurück. Weil wir haben keinen Zugriff auf die Galaxiekarte hier. Das ist sehr schade. Naja. Okay. Ich hoffe, wir kommen auch zurück. Nicht, dass wir jetzt festsitzen. Oder müssen wir vielleicht das Portal deaktivieren? Können wir das? Ich guck gleich mal. Wir landen da mal kurz an. Umweltwarnung, geringe Atmosphäre, ja gut. Kann ich fett mit leben. Kommt denn hier auch so ein Steinchen raus? Ja. Hallo? Steinchen? Kein Steinchen. Ich hab dich doch gehört. Also der kommt raus, aber irgendwie auch nicht. Hier ist nix. Okay, das muss jetzt aber ein Bug sein, oder? Ne, die Dinge achten, die Dinge aktivieren sich. Okay, wir haben gespeichert, dann gehen wir mal wieder hoffentlich zurück. Jetzt ist die Frage, können wir uns aus unserem System dann rauswurpen? Rein theoretisch müssen wir erstmal auf eine Raumstation kommen. Das wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Um unser Zeug zu verkaufen. Aus Gründen der Piraterie und so. So, wir sind zurück. Wächter unterwegs. Während ich vor dem Portal stehe, fühlt sich mein Atem in der Lunge heiß an. Ein brennendes Rot tief in meiner Brust. Mein Anzug funktioniert richtig und meldet, dass alles in Ordnung ist. Aber trotzdem fühle ich mich nicht so. Fühle ich mich so. Worauf vertraue ich? Hier steht jetzt Wächter unterwegs. Portal aktivieren. Position. Ja gut, das ist klar. Das ist die Symbole. Na gut. Damit haben wir das dann auch. So, hier haben wir jetzt eine planetare Störung. Das heißt, wenn wir uns in ein anderes System mit dem Portal bewegen, können wir aus dem System nicht wegwarpen. Alles klar, so hier hinten, hier leuchtet irgendwas. So, wir haben uns umgeguckt, das ganze System war sowieso völlig tot. Dann würde ich sagen, raus mit uns. Und dann wubbeln wir uns gleich mal weg. Da ist eine Raumstation, da möchte ich gerne hin.